Schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Situation Alleinerziehender, man könnte auch sagen Auflage 3, dürfte eigentlich allen bekannt sein. Für die, die an partieller Demenz leiden, möchte ich es nochmal wiederholen. Wir haben in der 16. Legislaturperiode darüber gesprochen. Wir haben vor anderthalb Jahren über die Situation Alleinerziehender gesprochen, nur um mal kurz noch dran zu erinnern. Sie sind häufig massiv von Arbeit bedroht. Sie sind zum Teil arbeitslos, in Teilzeitarbeit, im Niedriglohn beschäftigt. Und ich will mal aus dem Koalitionsvertrag zitieren, wie es da heißt: Wir wollen die Rahmenbedingungen für Alleinerziehende durch ein Maßnahmenpaket verbessern. Und was ist passiert in der Zwischenzeit? Nichts. Und ich meine, seit letzten Mittwoch wissen wir ja, was die Familienministerin auch gerade, was Themen angeht, tut. Sie weiß um Situationen, sie ruft Sachverständigengutachten an und so weiter. Und dann ruft sie hilfeschreiend um Ideen und Initiativen, die sie dann möglicherweise umsetzen kann, weil ihr selbst nichts einfällt. Gut, hier legen wir nun ein Bündel von Maßnahmen und Initiativen vor. Und ich hoffe mal, dass sie da zumindest einige von aufgreift. Zunächst, ich kann in Anbetracht der Kürze der mir verbleibenden Zeit nur ein paar Punkte aufgreifen. Es geht um die Flexibilisierung der Arbeitszeit. Wir haben schon darüber gesprochen. Die Arbeitszeit muss flexibel gestaltet sein. Und gerade für Frauen ist es wichtig. In dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal an die Quote erinnern und wie wichtig auch Frauen für Unternehmen sind. Erforderlich ist ebenfalls ein gesetzlicher Mindestlohn, um die Situation von Alleinerziehenden deutlich zu verbessern. Beim Ausstieg aus dem Beruf muss ein Rechtsanspruch auf Qualifizierung weiterhin bestehen, ebenso nach Rückkehr in den Beruf, sowohl also während der Auszeit als auch nach Rückkehr. Und die soziale Infrastruktur, auf die Alleinerziehende besonders angewiesen sind, ist auszubauen, insbesondere eine umfassende bedarfs- und altersgerechte Kinderganztagesbetreuung. Ausbildung, Qualifikation von Erzieherinnen, Erziehern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind sicherzustellen und auf den gesteigerten Bedarf anzupassen. Vor Jahren habe ich Frau von der Leyen schon darauf hingewiesen, dass wir auf das Jahr 2013 berechnet einen Fehlbedarf von 14.000 Erzieherinnen haben. Ja, die Leute gehen, aber das hat andere Gründe, Markus, glaube ich. Inzwischen ist festgestellt, dass nicht nur 14.000 fehlen, sondern 20.000. Die sind nicht in Ausbildung. Das heißt, die Regierung weiß, dass das kommt, aber sie macht nichts. Das Übliche halt. Die Kürzungen der Kinder- und Jugendhilfe müssen rückgängig gemacht werden, um in dem Bereich auf, Frau Ministerin ist auch nicht da, das stimmt, ne? Ja, die interessiert es ja auch nicht so richtig, um da eben auf kommunaler Ebene und in Kreisebene letztlich auch die jungen Mütter oder die Mütter zu unterstützen und die Väter, die Alleinerziehenden, die wollen wir nicht vergessen. Das sogenannte Betreuungsgeld ist in dem Zusammenhang natürlich zurückzunehmen. Das ist familienpolitisch absoluter Quatsch und Nonsens. Das hat die Anhörung gebracht und insofern hat die Regierung gestern auch wieder eine Chance vertan, als es ums Betreuungsgeld ging. Denn, ich zitiere mal den FAMF, was den Kindertagesstättenausbau betrifft, davon würden besonders Alleinerziehende und Familienernährerinnen profitieren, denn Alleinerziehende brauchen Kita-Plätze und kein Betreuungsgeld. Gesundheitsförderung und Maßnahmen der Prävention, Mutter-Kind-Kuren, Vater-Kind-Kuren. Man muss sich nur die Ablehnungspraxis der Krankenkassen angucken. Da ist dringender Handlungsbedarf gebeten. All das steht in unserem Antrag. Die finanzielle Absicherung von Alleinerziehenden und Kindern ist zu gewährleisten. Unterhaltsvorschuss ist auszubauen, nicht wie jetzt von der Regierung geplant, dass wieder Streichungen erfolgen, dass rückwirkend kein Unterhalt gezahlt wird, sodass den Alleinerziehenden da ein Monat wieder verloren geht und sie wieder finanziell schlechter gestellt werden, wie das ja offensichtlich Sinn ist. Sondern der Unterhaltsvorschuss ist auszubauen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und die Entfristung von den 72 Monaten ist auch abzustellen. Der Steuerentlastungsfreibetrag ist auf 1.308 Euro anzuheben und die Kürzung vom Elterngeld sind zurückzunehmen. Und wenn mir jetzt einer von der Koalition kommt und sagt, na, da sind wir ja dran und alles ist auf einem guten Weg, dann muss ich Ihnen sagen, dieser gute Weg, den kenne ich jetzt seit 6,5 Jahren, da ist dermaßen viel abgeladen worden. Ich weiß nicht, wo der ist, das weiß auch wahrscheinlich, der ist schon im Bereich der Mythologie wahrscheinlich anzusiedeln. Da sind Vorhaben der Regierung drauf, die sind so alt, die werden in Kürze eingeschult. Und langsam habe ich den Eindruck, Ziel der Regierung Kollege ist... Kollege Wunderlich, achten Sie bitte auf die Zeit. Ja, geht ja noch. Ich bin sofort fertig, Langsam habe ich den Eindruck, bei der Regierung ist der Weg das Ziel.
Und ich denke, da ist dringender Handlungsbedarf endlich geboten für die Alleinerziehenden, damit denen endlich geholfen wird. Danke für die Nachsicht und wünsche frohe Ostern. Ich weise darauf hin, dass es ja noch die Möglichkeit gibt, diesen Antrag in aller Ausführlichkeit in den Ausschüssen zu beraten. Das wollte ich ja sagen, aber das durfte ich dann nicht mehr.